Um besser durch die Dur-Pentatonik zu kommen, ist ein ganz wichtiges Mittel Double Stops. Ne? Double Stops sind so Dinger, die man spielt, wo man zwei Saiten spielt und dann macht man zum Beispiel diesen hier. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, oder auch jetzt, es gibt so andere, so Country Double Stops. Das nennt man Double Stops. Aber diese Double Stops, die haben eine mehrfache Funktion und die braucht man in der Dur-Pentatonik, braucht man die sehr dringend, um besser die Akkorde ansteuern zu können. Weil das hatte ich ja schon in dem Purple Rain Video gesagt, es geht ja sehr stark um das Ansteuern des Akkords, wenn es da ist mein Akkordton. So, um das ein bisschen besser verständlich machen zu können, ist besser, wir machen es in C. Also man würde jetzt hier die C-Dur-Pentatonik wäre ja gleich die A-Moll-Pentatonik. Bis auf das jetzt hier, das der wichtige Ton ist. Ne? Sonst der Fingersatz ist genau gleich. Man könnte sich jetzt vorstellen, die Moll-Pentatonik fängt immer mit dem an. Dann hätte ich A-Moll-Pentatonik, wenn ich jetzt hier mit dem vierten Finger anfange. Hört man sofort. Ne? Dann ist er. Zur Thematik momentan passen. Ne? Wäre so, also das wäre die Dur-Pentatonik mit hier dem C. So, jetzt müsste ich natürlich lang und schmutzig mir jeden Ton merken und so weiter. Ist ein bisschen schwierig. Deswegen merken wir uns einfach zwei Double Stops. Und zwar der erste Double Stop wäre, ihr macht einen kleinen Moment hier über die D- und G-Seite. Und jetzt haut ihr hier im siebten Bund auf der D-Seite den dritten Finger drauf. Das ist am Anfang ein bisschen tricky, weil der dritte Finger muss natürlich relativ spitz sein und die müssen flach sein. Das ist auch zum Beispiel dieses ganze Jimi Hendrixi Akkordchen, was der immer so reinspielt, ne? So die Sachen, die ich eigentlich bei Jimi Hendrix immer am interessantesten finde, das sind genau diese Teilchen, ne? Wenn wir jetzt hier dieses ganze Zeug, ne? Das sind genau diese Double Stops, ne? Das heißt also diesen hier. So, und jetzt ist der Witz im Prinzip, wenn ich diesen Double Stop spiele, dass ich eigentlich zwei Akkorde spiele, nämlich hier diesen C-Dur-Akkord. Kann man sich vorstellen, dieser hier. Ne? Jetzt habe ich hier den C-Dur-Akkord. Wenn ich aber jetzt diesen dritten Finger hier im siebten Bund draufhaue, ne, dann ist es entweder ein A-Moll-Akkord, weil ich habe ja einen A und C. Es ist aber auch höchstwahrscheinlich ein F-Dur-Akkord. Ne? Der F-Dur-Akkord, der hier in der Gegend wäre. Lass mal aber jetzt mal weg mit diesem verschobenen. Ne? Ja, man kann jeden Akkord als Barré-Akkord verschieben. Die grausame Wahrheit, nicht nur E-Dur und A-Dur. Ne? Dann komme ich hier auf diesen F-Dur. Ne? Jetzt ist der Gag folgendes, die ganze, deswegen auch sehr wichtig, diese Bindungen. Ne? Ich kann jetzt reflexartig sagen, ich möchte über C-Dur spielen. Also mache ich so, bin ich ja, wenn ich jetzt so. Jetzt wechselt aber mein Akkord meinetwegen auf F-Dur, dann bleibe ich einfach liegen. Ne, also wäre die erste Übung, ihr nehmt euch zum Beispiel einen Loop auf. Irgendwie so, und jetzt macht er. Schon. Und natürlich ist es klar, man kann den Double Stop nicht nur als zwei Töne auf einmal spielen, sondern das ist jetzt wie so eine kleine Zelle. Meine Zelle besteht jetzt quasi aus. Und ich weiß jetzt zum Beispiel in meiner Zelle, wenn ich das jetzt mal kurz auseinandernehme, okay, der Ton passt über das C, der passt über F, der passt über beide. Ne, das wie letztes Mal, was wir da hatten bei dem Purple Rain, da hatten wir ja schon gesehen, dass dieser Grundton von der Tonart sehr häufig vorkommt. Ne? Ne? Das wäre jetzt die Zelle Nummer 1. Ich bin schon wieder in der Teletubbies AO-Phase, in dem ich dauernd ne sage. Oh. Vielleicht sage ich jetzt mal AO zwischendurch. Das wäre also das wäre die erste von diesen beiden Boxen.
von diesen beiden Double-Stop-Teilen, die man bräuchte. Eigentlich sind es drei, haben natürlich wieder geschwindelt. Die zweite wäre jetzt hier dasselbe, einfach eine Seite tiefer. Da kann man auch hier hinrutschen, da hat man den Grundton, das C. Und zwar jetzt hier, wenn man das sich anguckt, habe ich eigentlich G-Dur-Akkord. Und hier habe ich wieder einen C-Dur-Akkord, nämlich diesen hier. G-Dur nehmen und hier hinschiebe. Ne? Wer sich schon immer gefragt hat, hier was bei diesem The Wind Cries Mary, glaube ich. Ne, der Akkord, das sind hier diese eigentlich verschobene G-Dur-Akkorde sind das eigentlich. Ne? Und jetzt habe ich dasselbe wie gerade eben. Hier habe ich meinen G-Dur-Akkord, hier habe ich meinen C-Dur-Akkord. Das heißt, ich spiele. Und jetzt kommt. Na, jetzt war mein Barré zu weit. Selbe Zelle, wenn ich es jetzt als Zelle benutze. Jetzt auch sofort, warum klingt das jetzt wie das, was man kennt von Platten, und wenn ich jetzt normal im selben Kontext nur diese Pentatonik hoch und runter, sagen wir mal jetzt hoch und runter spiele, klingt es wie der Cheaping Blues halt, ne? Wenn man das nach, ne, hat man sofort den hier. Das ist nämlich genau das Ding, weil man muss eigentlich sich nur an diesen Double Stops lang hangeln. Ne? Der Witz ist, wenn ich jetzt sozusagen. Also, nee, es gibt doch nur die zwei. Siehst du, es gibt, theoretisch gibt es natürlich noch mehr, aber eigentlich die zwei wichtigen sind die, weil jetzt kann ich natürlich sagen, okay, wo ist dieser Double Stop? Ihr seht schon, es geht immer um Oktaven, eine Oktave höher, dann ist der hier im achten Bund auf der H- und E-Seite. Genau dasselbe. Dann bin ich. Ne? Dann der nächste, dieser hier. Der wäre jetzt auf der G- und H-Seite. Ne? Und dann würde man den hier draufhauen. Ne? Ob ich jetzt hier so mache, oder ich mache hier so. Da sind wir wieder genau bei demselben Thema, was ich jetzt schon ein paar Mal hatte. Es ist genau das Gleiche, bloß ist es halt jetzt eine Oktave höher. Dadurch ist es natürlich vom Handling super simpel. Im Prinzip, wenn man es mal auseinander nimmt, was sind es hier für Akkorde? Hier, logisch, hier ist auch wieder C-Dur. Der Grundakkord wäre dieser Barré. Der Grundakkord wäre der, den ich nicht spielen kann, dieser Barré wieder. Ne? Und hier C, G, egal. Ne? Ah, jetzt spackt schon wieder hier mein Quicktime-Aufnahme-Playerchen rum. Genau, das war die Thematik. Ne? Wenn man das jetzt mal in der Gänze umsetzt, kommen so Sachen, da muss man erstmal üben, dass man das sozusagen hintereinander wegspielen kann. Da hört man schon in der Anlage, wie so dieses. Sofort in diesem ganzen Style drin ist. Wie immer mache ich euch eine PDF, dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Genau, und dann wünsche ich euch viel Spaß. Vielleicht heute nochmal schön Gitarre üben, weil morgen ist ja Grillen bestimmt. Oder heute auch Grillen. Ich weiß es nicht. Tschüss und schönes Wochenende.